Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Take on Mars. Ja, die jetzt die letzte Folge verpasst haben, es geht im Singleplayer weiter, weil wir ein technisches Problem, sprich ein Computerproblem haben und deswegen ein Mitspieler ausfällt und wir haben uns entschlossen, das Let's Play Together um mehrere Wochen zu verschieben. Das heißt, für die, die im Endeffekt jetzt wirklich drauf warten, es wird irgendwann im Februar weitergehen. So, der Solarsturm ist auch vorbei. Endlich. Gucken, ob wir hier genug Wasser haben. Ja, haben wir. Brauchen wir uns keine Gedanken drüber. Ups, falsche Taste. Keine Gedanken drüber machen. So, wir nehmen natürlich jetzt wieder direkt was mit hoch. Nämlich hier so einen leeren Kanister. Ist er leer? Ja, er ist leer. Gut. So, wenn wir jetzt hier oben sind, können wir den da irgendwo deponieren, irgendwo wo Platz ist. Der ist mittlerweile auch voll hier. Packen wir den einfach hier drauf. Sauerstoff brauchen wir immer. Immer mal wieder. So, hier haben wir Silizium. Das brauchten wir für unser Siliziumoxid. So. Und weiter geht's. Ja, in dem anderen war nicht mehr viel drin. Das war ja nur noch der Rest von der letzten, vom letzten Mal produzieren. Sollten wir vielleicht in der Zwischenzeit doch mal gucken, ob wir nicht die beiden Solarpanel da durch diese, wie heißen sie, MMRTGs ersetzen. Hier ist übrigens in der Zwischenzeit die Tür fertig. Die können wir auch schon mal wieder einbauen. Schön von hinten. Zack. Ja, die müssen zu dem Vorraum hin aufgehen.
Weil wenn sie in den Dings aufgehen hier, dann stoßen sie mit der nächsten Tür zusammen. Ja, obwohl, ob ich dann die nächste Tür mache, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Aber wenn, dann würde das eben mit der nächsten Tür zusammenstoßen. So, was wir jetzt brauchen, ist noch eine Tür. Dann brauchen wir die unteren Teile und dann möchte ich das Ganze so ein bisschen beschildern. Wir haben ja hier die Schilder aus einer Mod raus. Diese hier. So, dafür brauchen wir einmal das zum Beispiel. Das können wir schon mal bauen. Wo es in den Strahlenschutzraum geht. Na, fällst du um? Nein, der fällt nicht um. Ich muss tatsächlich hochlaufen. Also von beiden Seiten. Da ist es nicht. So ist es nicht, dann ist es so. Gut. Dann brauchen wir noch ein Schild für den Ausgang. Und für dieses hier. So, dann sieht man eben von außen auch, wo es dahin geht. Das ist nicht weiter schlimm. Was ist das? Jetzt zu den Fahrzeugen. Und da geht es zum Lager. Das ist Labor, Schlafraum, Toilette. Ja gut. Toilettenschild könnte man eigentlich noch mal mit dran machen. Bei dem einen Raum. Nö, ist nicht mehr wichtig. Jetzt sind Fahrzeugen. Oder? Ne, brauchen wir eigentlich auch nicht. Wie machen wir das darüber? In die Zentrale. Das wäre dann doch hier dieses Command. Das wäre in die restliche Basis rein. Das machen wir. Und das eine, was dann nichts dran ist, ist dann ganz einfach der Ausgang. Da kommen zwar auch noch Schilder hin, aber eben ein bisschen anders.
habe ich es falsch umgedreht. Ja. So, hier geht's in die Basis rein. Dann haben wir das auch schon mal. Die Türen sind zu. Dann geht es in die Basis. Machen wir jetzt das 3 oder 4 hoch? Das machen wir nur 3 hoch, oder? Da bin ich mir im Augenblick noch nicht so ganz im Klaren drüber. Auf jeden Fall am Eingang möchte ich dann schon auf jeden Fall die Deutschlandfahne, weil das ist ja ein deutsches Projekt hier. So, und was nehmen wir? ESA oder Deutsche Luft- und Raumfahrt? Ich denke mal das hier, weil das ist ein rein deutsches Projekt. Und dann sollte man das auch als solches kennzeichnen. So, und da ist es so, dass die nur von außen sind. So, das noch. Und dann sollten wir vielleicht erstmal einen von diesen bauen. Ich denke mal, einer reicht. Nein. Ja, ich habe ihn. So, und wer jetzt den Sinn von diesen versteckten Schildern nicht erkennt, ja, ganz versteckt sind sie ja nicht. Ja, sie sind ja sichtbar. Ziemlich schattig hier. Muss ich mal so feststellen. Na, und da? Wenn man hier reinkommt, dann kann man darüber gucken. Moment mal, das war runter. Sieht das deutsche Fahne und sieht das DLR. So, hier geht es in den Strahlenschutzraum, wo auch erstmal notbedürftig die Toilette mit reinkommt. Hier geht es ins Gewächshaus. Und hier geht es dann in den Teil der großen Basis. So, wie viel haben wir jetzt hier am... Das ist immer noch nicht fertig, weil Sauerstoff fehlt. Irgendwo hatte ich aber so ein Sauerstoffkanister schon mal befüllen lassen. War das hier außen? Ja, das war hier. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir dann hier schon mal mit dem, was wir hier haben, was anfangen können. Das ist zwar erst halb voll, aber
Aluminium haben wir noch zu wenig. Oder beziehungsweise wieder zu wenig. Ja, warum ich das jetzt nicht fertig mache? Ich will eine durchgehende Produktion erreichen unten. Dass wir da nicht ständig warten müssen, dass die Sonne wieder da ist. Sondern wir produzieren ganz einfach dann dauerhaft die Ressourcen und ich denke mal, das macht mehr Sinn. So, den können wir herstellen. Dann brauchen wir als nächstes das. Da brauchen wir wieder Aluminium und Eisen für. Fangen wir wieder mit dem Eisen an. So, noch kurzes Aluminium holen. Gut. Um nicht zu sagen, sehr gut. Wir nehmen den jetzt hier natürlich erstmal raus. Stellen ihn mal vorsichtig hier hin. Und produzieren das Teil. Das stellen wir auch mal hin. So. Erstmal dahin. Na, rollt er auch runter? Sollte eigentlich nicht. Nee, sieht so aus, als wenn der hängen bleibt. Gut. Bei mir hatte man ja erzählt, es würde gehen, dass man hier schon mal Kabel ranhängt. Das ist die gemoddete Version. Oben Ausgang, unten Eingang. Dann nehmen wir das Kabel einfach mal mit.
So. Und wie das angeschlossen wird, seht ihr in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.